Hallo, mein Name ist Michael aus Berlin, politischer Aktivist aus Berlin. Und es ist wahnsinnig toll, wie viele Leute hier am Start sind und jetzt auch auf der Straße und diese Straße besetzt haben. Ich möchte in meinem kurzen Redebeitrag noch eine Perspektive einbringen. Nämlich eine Perspektive, eine antikapitalistische Perspektive. Nämlich die Politik, die spricht von einer Flüchtlingskrise. Das ist aber verkehrt. Wir leben in einer Zeit von der Krise des Kapitalismus, nicht einer Krise von Geflüchteten. Diese Sprache wird nur verdreht, um uns zu spalten, um uns auseinanderzutreiben. Das ist verkehrt. Das System hat eine Krise und nicht wir, die Menschen. Und was wir machen können, ist, auf die Straße zu gehen, Straßen wie diese zu besetzen, verschiedene Gruppen, dass wir uns verknüpfen, die Kämpfe zu verknüpfen, weil dann können wir die Widersprüche des Kapitalismus auch bekämpfen und überwinden. Sei es die Miet, sei es die Hohen zu mieten, sei es Fluchtwege, die offen bleiben müssen, sei es der Verkauf von Waffen, das alles sind Kämpfe, die wir annehmen müssen und wir müssen sie miteinander verbinden und zusammen kämpfen. Und ein Punkt, der mir gerade auch aufgekommen ist, den die Leute von Sea-Watch erzählt hatten, weshalb es wichtig ist, gerade jetzt zusammenzustehen und zu kämpfen. Wir haben ähnliche Ereignisse wie damals in den 30er Jahren, als Menschen für andere Menschen gekämpft hatten, um sie zu retten. Und dafür werden sie bestraft. Heute wie damals auch. Und da ist der Zustand ist nicht tragbar. Das ist das gleiche Rassistenpack! Dankeschön!